und Vollpunkt. Ja, auch vergessen. Also das ist vergessen, nicht mitgenommen. Das ist auch sehr gediegene Musik. Gefällt mir auch sehr gut. So. Da vorne ist nämlich noch eine Tür. Wo bringt die uns hin? Auch zu einem anderen Dings. Also wahrscheinlich wird es dann hier zu dem Ding da gehen. Ihr braucht aber lange. Also hier wird es dann wahrscheinlich zu dem Knopf gehen, den wir betätigen müssen, damit diese komischen Dinge aus dem Wasser rausfahren. Hier noch irgendwas? Nee. Oh, ja. Oh, knapp nur. Ist hier schon wieder dieses Ding. Ja, war jetzt ein bisschen knapper. Okay, da müssen wir lang. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich zu diesem Punkt, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Oh nein. War so eine Pinata auch am Anfang? Moment, ich glaube, die schlagen mich, ne? Ich meine, die würden mich... Oder wenn ich die angreife, dann schlagen die mich. Irgendwie sowas. Nein. Der hat verbundene Augen. Und der... Nee, doch nicht. Oder sind das die anderen? Ich meine, wenn... Weil die denken halt, dass ich das Vieh bin, aber... Ja, okay. Können mich schlagen. Darf ich... Lass es lieber. Ich lass es lieber. Halt die Fresse! Ah, das ist das Hühnchen! Und da hatten wir auch, also mit der Pinata haben wir dann auch das eine Ding geöffnet. Machen wir das gleiche jetzt noch hier auf der Seite. Nur hole ich mir erstmal noch ein bisschen Energie. So ist besser. Weil ich finde, jeder Weg ist auf einiges schwerer als die andere Seite. Kontrollpunkt. Okay. Das hätten wir jetzt diesmal geschafft. Ich hätte, glaube ich, einfach immer über die linke Seite, rechte Seite springen sollen. Irgendwie mag ich das Geräusch von denen. Hm. Ja, ist gut. Was steht heute? Ein Bienchen. Ja. Ja, wir sind ja voll aufgeladen. Komm mal ich so rüber. Wenn wir das hinkriegen. Ja, kriegen wir hin. So, und das haben wir ja eben schon mal gesehen. Jetzt ziehe ich. Kontrollpunkt. Ja. Wir sind immer noch voll.
Uiuiui. Ich hoffe, wir kriegen alle Münzen, ey. Ja, so nicht, ist dass besser. Der ganze Scheiße jetzt umsonst war. Sind die eigentlich auch hier eins? Eins. Aus dem. Nicht fünf. Fünf sind die wert. Hätte mich jetzt gewundert, nämlich wenn die auch eins wert gewesen wären. Nicht zu Mann, hör mal auf mit der Schlagerei hier. Ist doch Kindergarten. Was steht heute zur Auswahl? Ich gehe erstmal da drauf. Also ich versuche darauf zu gehen. Also nicht drauf zu gehen, sondern darauf zu gehen. Waren wir hier schon? Das haben wir doch ganz gut gemacht. Ich finde das hier auch ganz cool. Das sieht so aus, nämlich als ob das so ein altes Ding von den Flabbeldabbeln da hinten ist. Finde ich. Das ist meine Fantasie. Ach, er schmeißt wieder Kacke. Nicht zu nah! Lass mich in Ruhe. Genau. Ha! Okay. Kontrollpunkt. Guck mich an, wenn ich dir was zuschmeiße. So. Map. Ach du heilige Scheiße. Das ist doch nicht euer Ernst. Gott. Okay. So. Jetzt haben wir zwei Cusco-Köpfe. Ich lade mich auf jeden Fall vorher nochmal auf. Weil ich weiß jetzt nicht. Doch, das müsste eigentlich das Ende sein, weil wir haben dann 95 Münzen. Ich meine, es gäbe 95 hier. Dann müssten wir das Level dann auch fertig haben. Das wäre der Wahnsinn. Ja, 95. Der Cusco-Köpfe und das ist wahrscheinlich das Levelende. Hört sich so an. Ja, wir haben alles mal wieder. Das ist sehr gut. Das ist besser, bisher besser als die letzte Aufnahme. Ich glaube, das ist sowieso schon besser als die letzte Aufnahme. Ich glaube, in der letzten Aufnahme haben wir nicht ein Level irgendwie vollständig gehabt. So, dann müsste jetzt Dschungeltag 3 kommen. Oh. War das Bild eben auch schon da? Aber jetzt könnten wir zu dem Punkt kommen, den ich jetzt schon 50.000 Mal erwähnt habe. Sieht auf jeden Fall sehr spaßig aus. Ja, wieder. Und Hühnchen haben wir auch. Gut. Da wieder kein Geheimnis hier hinten. So, was ist mit den Hühnchen? Was haben? Was können die? Aua! Warum hat mir das wehgetan? Verstehe ich nicht. Was steht heute zur Auswahl? Na gut, hier ist ja nicht so viel los hier oben. Oder muss ich dich ab? Nee, abschmeißen geht nicht. Passiert denn nicht? Ugh.
Das tut mir selbst weh. Warum? Oder ich muss irgendwas abwarten, dass die irgendwas machen. Oder ich muss denen das in den Mund pfeffern. Das kann natürlich auch sein. Das ist nur so eins. Nicht zu nah. Ich verstehe die Viecher nicht. Ich sag euch, das wird mir noch. Die Viecher werden mir noch ein Game Over einbringen. Nimm das! Die Bienen habe ich ja kapiert. Das alles klar. Aber diese Hühnchen. Da muss auf jeden Fall ein Geheimnis. Nee, es ist doch kein Geheimnis, da muss man glauben. Nee, Moment. Gut, ein Geheimnis hätten wir schon mal. Wer weiß, wie viel es hier gibt? Gut, dann können wir ja jetzt hier weiter. War ja nicht wirklich gut versteckt, also. Was steht heute zur Auswahl? Hätte man sich ja schon ein bisschen mehr Mühe geben können, ne? Boom, Baby! Okay, machen wir erstmal ihn platt. Boom, Baby! Was ist hier mit? Ja, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, diese Brunnen hier. Oder die sind einfach nur so da. Ja. Boom, Baby! Was ist das? Ach so! Oh, schon wieder eine Fliege? Nehmen wir erstmal das hier. Yam yam. So. Kontrollpunkt. Ich glaube, das mit dem Dings habe ich jetzt schon eher drauf.